Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. AppReview ist wieder am Start und zwar mit der nächsten AppReview und zwar mit Dead Ahead. Und wir gucken uns hier also das kleine Filmchen am Anfang erstmal an. Ist hier im 16 zu 9 Modus, natürlich, wenn man das hier so sieht. Ne, man sieht es gar nicht so, es ist einfach nur dunkel. Na gut, es ist eine Zombie-Apokalypse. Und dann sind wir hier im Prolog dabei und sehen erstmal, wie das Ganze entstanden ist. Ich denke mal, das ist so eine Art, ja, irgendwie sowas wie Walking Dead wird es sein. Und dann sind wir auch schon direkt dabei. Berühre die Straße, um das Bike zum Punkt zu lenken. Ach so, wir müssen einfach nur die Zombies umcrashen. Das ist ja mal auch interessant, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das funktioniert ja also perfekt mit dem Steuerungssymbol. Für einen Turbo-Boost ganz einfach noch mit mehr Gas geben. Ziehe den Beschleunigungsbutton über den Bildschirm, um die Steuerung zu ändern. Nee, wollen wir ja nicht. Ach so, das war's schon im ersten Moment. Sind wir schon einmal totgestorben. So, wir gucken nochmal. Spielen nochmal von vorne. Einfach so. Und kicken nochmal. Also hoch und runter, ganz einfach mit der rechten Seite. Und wir haben sogar eine Waffe, wie es aussieht. Wir beschleunigen mal. Und sind leider dran vorbeigecrashed. Oh, Donnerwetter, der zieht sogar am Hinterreifen eine Spur. Benutze die Rampe. Ja, gut, das ist, wenn das natürlich so spät kommt, kann man das nicht mehr schaffen. Zombies sind dir auf den Fersen. Du kannst sie abschießen oder in Hindernissen führen. Alles klar. Moment. Ach so. Ach, da muss ich auch noch genau aufpassen. Jetzt habe ich. Nanu? Jetzt muss ich erstmal ein bisschen schneller werden. Ach, gucke, das ist ja interessant. Jetzt komme ich erstmal darauf klar. Ja, was konnten. Nee, ich möchte nicht nochmal für 700. Das ist mir zu teuer. Da bin ich auch selber schon gestorben. Leg 10 Zombies um, fahr 500 mit dem Beschleuniger auf 30 km/h. Machen einen Dreier-Kombi, sammeln einen netten Bonus, springen von zwei Rampen. Ja, das versuchen wir jetzt als nächstes. Also man muss hier so ein bisschen was schaffen und kann sich immer weiter aufrüsten. Man kriegt ja auch schöne Angebote rein. Das ist ja cool. Was prall mit deinem Banner? Nein, wir möchten nicht auf Facebook. Zurück. Jetzt wieder. So, alles klar. Jetzt funktioniert die Sache schon ein bisschen besser. Hier kann man sich natürlich noch nette Sachen kaufen. So, den haben wir schon mal umgesplasht. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit dem Combo hier hinbekommen. Hä? Jetzt schieße ich und fahre irgendwie schneller oder was? So richtig funktioniert das. Ach so, doch hier Combo. So, jetzt laden wir nach und die Waffe scheint hier also schon mal gratis zu sein. Ja, das funktioniert also gut. Das ist schon mal gut. Also wir können. Ah, Mist. Wir können also wunderbar fahren und schießen, haben zwar nur 5 oder 6 Schuss und laden aber dann noch gratis nach, also brauchen wir eigentlich nichts weiter. Sammle einen Bonus, spring von zwei Rampen. Ja, das müssen wir dann auch nochmal versuchen. Jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, nachdem wir die Steuerung jetzt erlernt haben, wie das Ganze hier so vonstatten geht. Ist ja eine coole Angelegenheit. Ich denke mal, es bringt erstmal mehr, wenn wir uns hier. Oha. Ach so, ich kann die so in Fallen rein. Das habe ich verstanden. Siehst du, guck mal, wenn wir hier einfach hoch und runter lenken und ich die in die Falle locke, dann sind denn sterben die genauso gut. Komm, Freunde, verfolgt mich. Schade, das haben wir nicht geschafft hier. So, wenn hier das nächste Auto wieder kommt, fahre ich da natürlich gegen. Das war natürlich überhaupt nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich weiter runter und die Zombies dagegen laufen lassen. Das hat leider nicht funktioniert. Ist ein wenig blöde. Aber was soll's? Wir versuchen jetzt einfach mal den Speed-Modus hier rauszuholen. Der kostet mich ja nichts weiter, außer das Leben im Moment. Sehr, sehr ärgerlich. Wir haben 1197 Goldmünzen. Wieso habe ich jetzt schon wieder so viel in so kurzer Zeit? Nein, wir möchten jetzt noch nichts kaufen. Das machen wir später. Das heißt, man kann ja eigentlich nur, also man braucht eigentlich nur kurz spielen und kriegt schon eine ganz schöne Sache hier raus. Gucken wir mal, wie die Distanz jetzt hier so vorangeht. Ah, schade, wieder an der Rampe vorbei. Die zeigen die Rampe also mal kurz vorher. Ja, da haben wir sie. So, jetzt sind wir schon weiter als am Anfang. Das ist schon mal viel wert. Am besten, wir sind immer in Bewegung.
So kann uns kein Zombie irgendwas Böses tun. Sammle Boni, die dir helfen, länger zu überleben. Ja, das finde ich immer ganz toll. Das kommt dann immer aber auch wirklich 50 Meter vorher. Da ist es dann leider schon zu spät. Combo-Kill. Und das Doofe ist, dass man hier mit dem Daumen so lenkt, dass man das Auto nicht rechtzeitig erkennen kann. Aber das macht nichts. Wir gucken jetzt mal, was kriegen wir. Wir haben einen Dreier-Kombi, das müsste ja Kohle geben dafür erstmal wieder. Und wir haben ein Preisgeld, Wheelie Now, auf 500 Meter, na selbstverständlich. Distanz 698. Und das können wir doch eigentlich nochmal toppen, auf einen Kilometer oder so. Wir müssen halt bloß immer wissen, wo diese Autos gerade sind. Kann ich das hier auch steuern? Ach, guck mal, das geht natürlich auch. Ich kann, egal wo ich bin, mit dem Daumen hier hoch und runter steuern. Das wusste ich vorher noch nicht. Zwei Rampen. Ich denke mal, das müsste auch gültig sein. Oh, aber dieses ist doch Mist. Schade. Springen von zwei Rampen. Wird leider nicht gewertet, oder wie? Hm. Mit Freunden kann man sich natürlich verbinden auf Facebook. Das ist natürlich extra super. So, ein letztes... Ah, jetzt biegt der nach unten ab. Schade eigentlich. Aber hier haben wir eine Rampe. Aber wahrscheinlich sollen wir hier in einem Spiel von zwei Rampen springen. Aha. Das ist ja sehr interessant. Ja, man sollte sich nicht zu schnell hier auf die Lauer begeben. Lieber dann erstmal alle Leute abschießen. Müsste doch die nächste Rampe eigentlich gleich wieder hier sein. So, wir fahren hier einfach nur und die Leute verlieren hier Haus und Kragen und Kopf. Oh, das darf nicht wahr sein. Immer diese Autos, wenn die nicht wären, dann wäre es nicht ganz so schwer. Aber weil man versucht immer so in die Mitte wieder zu kommen, dann hat sich die Sache natürlich erledigt. Aber ich wollte eigentlich, das war doch eigentlich... Ja gut, so kann man es natürlich auch kurz und knapp beenden. Egal, mit den zwei Rampen, das machen wir später irgendwann nochmal. Jetzt gucken wir erstmal ins Hauptmenü, was man für sein Geld auch so machen kann. Was kann man in der Werkstatt machen? Da kann man sein Bike natürlich aufrüsten. Hier dein Bike upgraden für 5000, also da hast du schon ganz schön was zu tun. Eine Lackierung kostet was, Geländebike kostet auch 5000, da würde ich statt den Roller natürlich das nehmen. Was war denn das jetzt hier eben? Das ist vom Spiel so gewollt. Beiwagenbike für 18.000. Also wer lange hier noch zockt, ich glaube, da hat man richtig Freude dran. Oh, 168.000 für einen Quad bei Rang 11 freigeschaltet. Bei Rang 16 freigeschaltet. Prototype XRB, Donnerwetter, den musst du kaufen, der kostet dann natürlich was. Schade. Doppelzoft, die Zwillingsmacht. Sammle zum kostenlosen Freischalten 100 Hundemarken oder zahle zum Freischalten. Ha, siehst du, clever. Wer natürlich lange hier noch zockt, kommt hier natürlich auch bei weiter. Orte, einfach der Wald. Bei Rang 5, ich bin Rang 2 im Moment. Ich denke mal, je länger man zockt, desto besser kann man hier aufsteigen. Das ist natürlich echt gut gelöst. Waffen kosten mich ja auch was. So, wollen wir mal gucken. 500 für die 9mm Pistole, 1500 für die Maschinenpistole. Ich denke mal, da muss man die Munition gar nicht zu kaufen. Extra schwere Pistole, Nagelpistole, Maschinenpistole, Granatwerfer, kann man alles holen. Das ist interessant. Wenn wir jetzt hier gucken, kommen wir in das Mittelmenü rein. Und hier müsste ja eigentlich die Anzeige dann sein... Zweifacher Schaden. Achso, Power-Up kostet jeweils 1000 Goldmünzen. Das ist natürlich echt krass. Schnelllader. 1000 Meter Boost. Den holen wir uns jetzt einfach mal. Und wollen wir sehen, nachdem wir hier den 1000 Meter Boost haben, haben wir auf jeden Fall schon mal den neuen Rekord aufgestellt. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenigstens 1000 Meter habt ihr gesehen. Da haben wir schon wieder eine Anerkennung. Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch noch zusätzlich... Die zweite Rampe wäre natürlich auch nicht schlecht. So, die Fallen, das darf ich nicht vergessen. Oh, das ist echt ärgerlich. Wenn er natürlich nicht schnell genug beschleunigt, hat mir das natürlich auch nicht viel gebracht. Oh, wei, oh, wei. Aber so weit, so gut. Wir haben auf jeden Fall das. Das kriegt wenigstens ein Preisgeld von 100. Und wir sind wieder ein bisschen weiter. Unsere Gesamtdistanz bis 1238. Ich weiß nicht, ob man das öfters kaufen kann sogar. Müsste man dann mal sehen. Und die Zeit, wie man gefahren ist, sieht man hier also auch. Ja, Dead Ahead, kostenlos im Play Store erhältlich. Hier noch irgendwie mal eine kleine Werbung von dem nächsten Spiel. Haben sie auch clever gelöst. Fakt ist bloß, die App ist kostenlos im Play Store erhältlich. Link wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App Review. Und das hier sieht auch interessant aus. Dieses Galaxy Defend Empire. Galaxy Empire werde ich wahrscheinlich auch mal testen. Sieht gut aus hier, so schön mit Weihnachten. Verschmückt.
Bis dahin erstmal viel Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Review. Auf Wiedersehen.